Hallo Freunde von Neverwinter. Willkommen bei einem neuen PvP Arena Let's Play. Wie immer mit ungewissem Ausgang. Wow, wow, wow. Macht der Bruder Schaden? Und wir können wieder beten. Der Gegner dominiert. Aber wie gesagt, manche Leute sind so, manche kann man nicht verstehen, manche muss man nicht verstehen. Die zum Beispiel jetzt einfach ohne Grund, ohne irgendeinen Scheiß meinen müssen, bloß weil sie ein bisschen Aua kriegen, sich hinstellen und dann Mutti rennen müssen. Nach dem Motto, Mami, da mir hauen. Muss ich nicht verstehen. Will ich auch nicht verstehen. Ja, und hau da ab, ne? Euer Team dominiert. Und so sieht es ja Jan Süd aus. Das war ein bisschen viel. Ja, gegen einige sind wir halt nicht gewachsen und andere. Die hauen wir weg wie Butter. Haben wir einen getötet? Wollte ich gar nicht. Aber naja, passiert. Euer Team dominiert.
wieder ein spannendes Teil. Zum Beispiel hat der hier vorne so eine Rindenmulch-Rüstungsverzauberungsbla drin. Hat man nämlich gesehen, weil solche Rindenmulch-Teile um ihn rumgeschwirrt sind. Geben wir mir mal noch eine Sterne. Ach, wie so ein Schubser. Wow. Naja. Und welche tun halt in so einem Geben enorm Kohle reinstecken, beziehungsweise Dollars und Euros, und muss ich nicht haben, ganz ehrlich. Weil das ist ein Spiel, was kostenlos ist, und da muss ich keine, weiß ich nicht, Kleinwaren reinstecken. Sondern Geld im Wert von einem Kleinwaren. Weil, was bringt es? Wenn das Game halt irgendwann mal zu Ende ist, beziehungsweise down, ist die Kohle weg. Und deswegen verstehe ich die Leute nicht, die hier Geld reinstecken müssen. Weiß ich nicht, im Wert von Mercedes oder keine Ahnung was, wie viel. Und dann sich wundern, wenn es pleite ist. Ganze Kohle weg ist und dann ist sich halt beschweren. Hallo? Geht's denn noch? Der Gegner dominiert.
Ich verstehe manche nicht, die meinen, irgendwelche Bots auszunutzen, beziehungsweise zu nutzen oder Bugs auszunutzen, bloß weil sie in dem Sinne zu blöd sind, zu blöd und zu bescheuert, irgendwie was auf die Reihe zu kriegen, ohne solche Sachen. Ja, muss man nicht verstehen. Aber naja, da steckt man nicht drin, solche Leute. Vielleicht haben sie mal, keine Ahnung, oder haben sie soziale Probleme oder was. Oder weiß der Geier was. Aber das muss absolut nicht sein. Man muss nicht irgendwelche Scheiß-Bots oder Hacks oder Multi-Hacks etc., was sie alle für Scheiße geht auf dem Markt, nutzen. Das muss nicht sein. Das gehört einfach nicht ins Game, aber es gibt ja solche Leute, die können halt nicht anders, beziehungsweise kriegen nichts anderes auf Reihe, ja, weil sie halt zu blöd und zu dumm sind. Dominiert. It's okay. Euer Team dominiert. Ah, naja. Und solche Leute stecken halt nicht drin in den Gehirnskasten. Beziehungsweise was in solchen Leuten vorgeht, die halt Bots oder Hacks oder überhaupt Leute irgendwie, weil sie neidisch sind auf irgendein Scheißteil, was der andere hat, und meinen, denjenigen hacken zu müssen. Leute, sie sind absolutes No-Go. Ne? Huch! Der Stern hier. War nicht vorhin schon, ne? Ah, naja. Gibt solche und solche Kinder. Wie gesagt, steckt man nicht drinne. Solche Bug-User und ach, naja. Mir fehlt einfach immer die Worte für solche Leute. Und ich kann sowas auch nicht gutheißen. Weil, wo ich als Teamler
einfach mal gearbeitet habe für Gamer, Firma, Quatsch, Spiel XY oder YX. Da habe ich, ich kann solche Leute, die meinen müssen, ohne, und nicht, oder beziehungsweise die, meinen, weil sie großteils zu blöd sind, irgendwelche Hackprogramme oder, Bots zu nutzen, weil sie halt alleine oder so das nicht hinbekommen. Kann ich nicht verstehen, weil ich mache teilweise alles alleine. Und ich brauche sowas nicht. So, da haben wir gewonnen.